Ein neues Infektionsschutzgesetz ist in Kraft getreten und es gab heftigen Widerstand dagegen. Ich wurde gefragt, was soll man davon eigentlich halten? Nicht vom Widerstand, sondern von dem Gesetz. Und wir Juristen sagen manchmal, wir prüfen nicht, was jetzt richtig oder falsch als Einstellung ist, sondern wir können schauen, ob das, was man sich vorstellt, zu den Zielen passt, die man verfolgen will. Und da sehen wir, dass es da einige Widersprüche gibt. Also wir haben eine Situation, ein Problem. Ein Virus ist da draußen, Menschen erkranken. Und außerdem haben wir das Problem, dass die Rechtsgrundlage, die wir bisher haben, nicht so besonders stabil war. Um ehrlich zu sein, einige der Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten haben, waren möglicherweise verfassungswidrig. Das stimmt tatsächlich, weil das Infektionsschutzgesetz diese nicht vorgesehen und daher auch nicht legitimieren konnte. Wir haben auf der anderen Seite ein Ziel. Weniger Menschen sollen erkranken oder sterben. Und da gibt es natürlich jetzt schon Leute, die sagen, naja, das Problem existiert nicht oder das Ziel ist es nicht wert, Einschränkungen hinzunehmen. Und wenn dann einige sagen, wir brauchen überhaupt keine Maßnahmen dazwischen, wie zum Beispiel die Querdenker-Teile der AfD, dann braucht man natürlich weder ein neues noch ein altes Infektionsschutzgesetz. Und dann ist es insofern schlüssig, dass man auf die Straße geht und sagt, wir wollen nichts davon. Wir wollen am liebsten die Abschaffung des Infektionsschutzgesetzes und die komplette Freiheit von Maßnahmen. Ob das dann am Ende mehr Freiheit für alles ist, ist nochmal eine andere Frage. Es gibt aber auch die Parteien, die sagten, wir wollen zwar nicht diese Version des neuen Infektionsschutzgesetzes, aber wir wollen andere Maßnahmen, zum Beispiel Maßnahmen mit mehr parlamentarischer Beteiligung. Die SPD wollte das, hat sich nicht durchsetzen können, hat aber am Ende natürlich trotzdem dem Vorschlag des neuen Infektionsschutzgesetzes zugestimmt. Die Grünen haben ebenfalls mitgestimmt. Wenn wir jetzt mal betrachten, wie sähe denn die Welt aus, wenn man dagegen gestimmt hätte, wenn also die Aktivisten im Bundestag es geschafft hätten, alle Abgeordneten davon abzuhalten, abzustimmen und stattdessen das alte Infektionsschutzgesetz beibehalten hätten, hätten wir dann einen besseren Schutz von Grundrechten? War es also wirklich so, dass am Mittwoch die Grundrechte zu Grabe getragen wurden? Das macht nicht wirklich Sinn und da sind wir bei der nächsten Episode von Quatschjura. Denn die alte Rechtslage war tatsächlich eine ernsthafte Gefährdung für die Grundrechte, weil die Maßnahmen, die wir hatten, nicht davon gedeckt waren. Einzelne Gerichte haben das auch schon gesehen. Und wir müssten eigentlich die differenzierten Maßnahmen, wie zum Beispiel Maskentragepflichten, Abstandsgebote und so weiter, aufheben zugunsten von anderen Maßnahmen, die im Gesetz schon vorgesehen waren. Diese Maßnahmen sind aber leider manchmal noch viel indifferenter und einschneidender. Man hätte also durchaus etwas unternehmen können. Grenzschließungen sind im Gesetz schon vorgesehen. Quarantänemaßnahmen sind vorgesehen oder eben Schließung von ganzen Wirtschaftssektoren. Das wären mögliche Maßnahmen nach dem alten Infektionsschutzgesetz. Und wenn man es also nicht schafft, mit differenzierteren einzelnen Maßnahmen die Pandemie zu bekämpfen, dann müsste man drastischere, aber indifferentere Maßnahmen vornehmen. Und insofern wäre das alte Infektionsschutzgesetz, wenn wir kein neues machen würden, wahrscheinlich die Ursache für noch stärkere Grundrechtseingriffe und natürlich noch weniger parlamentarische Beteiligung. Insofern ist es absurd, wenn man sagt, dass in dieser Woche das Grundgesetz zu Grabe getragen wurde. Das Gegenteil ist der Fall.